Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Golfit. Heute feiern wir das Kirschblütenfest in Aerithul's Cherry Blossom. Und zwar mit dem Domi von der Domi-Nation. Was? Genau. Und Nana. Golfkrieg. Ja, die sind schon ein bisschen länger dabei, wie man hört. Ich starte einfach mal, bevor ich mich hier irgendwelchen unangenehmen Fragen stellen muss. Match, wir starten. Zeit. So. Oh, schön, hier ist wieder diese ausgehöhlte Rampe. Ach, du hast den Hartmut reingemacht. Der Hartmut ist drin, ja. Bei mir doch immer. Oh, das war knapp, fast zu doll gemacht. Das war zu doll. Alright. Ist die Reset-Penalty drin? Die müsste ich rausgenommen haben. Das sind ja die beiden Sachen, die ich immer mache. Ja, ist draußen. Siehste, alles gut. Und ja, abwärts. Ups. Hui. Wir müssen heute deinen Sieg vom letzten Mal wieder negieren. Wiederholen, wolltest du sagen. Wiederholen. Negieren. Ja, gönn dir und so, ne? Ja, ja, sehr schön, Nana. Immer noch das Reishütchen drauf. Natürlich. Ach, siehst du, ich habe meinen Ball gar nicht eingestellt. Nein! Warte, das muss. So viel Zeit muss sein. Hab ich da auch was? Der wird umgestellt und zwar. Wait a second. Ich glaube, ich habe sogar ein Stück Käse. Beim Asia-Thema bin ich natürlich wieder. Hier, Moment. Bin ich natürlich wieder Yin und Yang und diesmal mit einem Nudelsüppchen auf dem Kopf. So, warte. Hui. Ach, das waren wieder zwei Loopings hintereinander. Habt ihr schön auf mich gewartet, das ist aber nett. Ja. Ich bin jetzt eine heiße Nudelsuppe. Ein heißes Süppchen. Warum muss man da. Nö. Also wer könnte ich jetzt sein, ne? Wer könntest du jetzt sein? Das ist blöd, dass man hier diese Ecke Lubega. Nicht. Wie ist der Lubega mit Mambo Number 5? Nein. Übrigens, das war lustig. Habe ich die Woche. Nein, Mikroschlag! Habe ich die Woche den ersten Trailer zum nächsten Rambo-Film gesehen. Habt ihr ja vielleicht mitbekommen. Last Blood heißt der ja jetzt. Und soll jetzt Rambo? Die Reihe abschließen, ja. Ja, und einer meiner Lieblingskommentare war Ladies and Gentlemen, this is Rambo number 5. Okay, das ist gut. Not bad. Ja, immer noch mit Stallone, oder? Ja, aber mit einer neuen Stimme. Ja, stimmt. Der Thomas Dannenberg ist schwer erkrankt, habe ich gelesen. Oh, was ist das denn? Ich bin über die Mitte. Das sollte eigentlich nicht so sein. Oh. Na, statt ab durch die Hecke gehst du ab durch die Mitte. Ja, genau. Oh, shit. Ist da irgendeine Unebenheit gewesen? Maybe. Sehr komisch. Jetzt muss ich natürlich den langen Weg gehen. Easy. Ah, die Musik ist schön. Ich höre sie immer noch nicht. Ja, du hörst sie nicht, aber das ist für mich kein Grund, mir den Kommentar zu verkneifen. Tut mir leid. Alles gut. Oh. Und das war zu fest. Mehr Arbeit? Das kostet ein paar Schläge hier. Die verdammten Kids und ihre Skateboards. kann ich das riskieren? Wenn ihr wüsstet, was ich so in meiner Einführung meines neuen Jobs gehört habe, das ist schon nicht mehr feierlich. Auch Kids mit ihren Skateboards oder hat das damit nichts? Nein. Aber es geht schon ein bisschen in die Richtung. Aha. Ich habe gerade irgendwie den Anschluss verpasst. Worüber redet ihr denn gerade? Ich habe doch seit knapp 2 Wochen jetzt einen neuen Job. Ja. Und kann das ja ganz frei kommunizieren. Ich arbeite ja bei Amazon. Und aufgrund der Einführung... Oh, ja, super. Aufgrund meiner Einführung haben wir auch so ein paar Beispiele uns angesehen an Bestellungen. Mhm. Und ein paar davon waren schon recht knackig, kann man sagen. Aufgrund der Korrespondenz. Ach so, ja. Oh, was? Das ist ja arschig hier. Reset. Ja, Kunden sind Arschlöcher. Also manche, ja, die auch, aber... Okay, da war drin. Ja, das stelle ich mir sehr schwer vor bei Amazon, weil die sind ja immer freundlich. Die verhalten sich ja wirklich immer top. Und ich habe schon manchmal als Kunde gedacht, Wahnsinn, wie die mir entgegenkommen. Mann, ich habe diese ganzen Mikroschläge wieder.
Ich könnte dir ein paar Interna ausplaudern. Nee, aber das machst du mal nicht, weil das soll jetzt hier wirklich nicht sein. Ritalin. Ui. Oh. Oh, wow. Was? Oh, danke. Hä, das war komisch. Ich bin außerhalb gelandet. Hm. Moment, das probiere ich. Das sollte nicht sein, sage ich mal. Nein. Ach. Okay. Mann, was ist denn das? Muss ich offensichtlich Dollar machen. Ich falle immer vorher runter. Da traut man sich wieder nicht so richtig. Und ach so. Dann, okay. Hä? Zum dritten Mal? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, das ist irgendwie ganz merkwürdig. So, ich habe mich nicht genug getraut. Oh. Oh, oh, okay. Ach du Scheiße, was? Oh. Also das gefällt mir nicht so ganz. Das ist hier etwas... Ach! Okay. Wie bist du denn... Wie hast du das denn gesehen, Anna? Ich bin da... zwei, dreimal bin ich da... hintergerutscht und dann, ne? Ach so. Da dachte ich mir so, Moment mal. Also es ist hier nicht nur schön irgendwie. Du bist gut, aber nicht schön. Ja, schön ist Jamba, wollte ich sagen. Manga-Mädchen. Ah! Oh. Plopp. Nix plopp. Zurückgesetzt. So. Oh, armes Putt-Putt. Das war Maximum an Schlägen gerade. Ich gerade mir selbst. Nein, hast du Baum im Hintergrund gehört? Nö. Mann! Okay, kann man machen. Ab durch die Mitte. Na dann. Das ist durch die Hecke, nicht durch die Mitte. Wieder mal, ja. Zwei. Nee, ist durch die Mitte. Ach Gott, dammit. Na, und der Domi lässt sich auch nur drei. Oh. Der mit dem Eiergesicht. Also wenn eine Suppe ein Ei liegt. Also wenn eine Suppe ein Ei liegt. Sieht das denn bitte aus? Also ich mache meine Suppe tatsächlich immer ein Ei rein. Ja. Ei schlagen und dann mit unterrühren. Das ist richtig gut. War das jetzt passt richtig? Gut zur Suppe auf jeden Fall. Aha. Mhm. Geht's denn da? Ah! Dahin? Ah, I see. Das war's schon mal. Ein bisschen weiter nach vorne hier. Ah, okay, ich weiß wohin. Oh, ist das scheiße. Ja, irgendwie so. Ah, ne? War nicht fest genug. Aha. Und das war zu fest. Das ist alles nicht so einfach. Nope. You don't say. Okay. Ah, okay, oben. Gute Chancen haben dieses Mal. Aber ich will es mir mal nicht verschreien. Naja, ich sehe das auch schon, dass du die hast. Keine Sorge. Ich habe sie jedenfalls nicht. Oh, ey, wie mich sowas nervt. Diese Präzisionskacke. That was too hard. Die Nudelsuppe schaut auch geil aus. Hätte ich jetzt also so richtige Ramensuppe wäre jetzt schon cool. Na, das, was ich heute zum Mittag hatte, das, what the f. Würde ich mal lieber nicht erzählen. Auch Ramen? Ah, fast. Nein. Oder Bilder. Pansen. Ob du ekelhaft bist, hat keiner gefragt. Also ich muss ja sagen, ich liebe Fleisch, aber alles, was mit Innereien... Nee, Pansen. Ist das nicht eher für Hunde? Bestimmt noch Leute, die Pansen fressen. Also ich muss das nicht unbedingt haben. Ja gut, fressen war jetzt vielleicht ein bisschen eine merkwürdige Betonung. Hey, aber zeigt auf jeden Fall, was du davon hältst. Komm schon! Oh. Nein, 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 nein! Oh, endlich.
Bitte? Aha, da hoch ist eine Herausforderung. Wenn man einmal da unten liegt, wahrscheinlich schon. Ne? Oh! Ob da Stroh liegt, habe ich gefragt. Hätte das Loch nicht vielleicht noch kleiner sein können? Ob du eine Maske aufhast. Oh. Aber dass keiner noch nicht erkannt hat, wer ich sein könnte. Du bist rot und hast einen Cowboy-Hut. Toll. Red Dead Redemption. Nein. Du bist Red Dead Redemption. Nein. Das ist ganz schön fies, von da unten hochzukommen. Da kann man ja nicht mal richtig... Und da möchte ich jetzt nicht liegen. Wer bist du denn? Geht da ich überhaupt Michael was? Jackson. Ich mach mal eine das, freie das Sicht. Ist Michael Jackson? Aber der war doch nicht rot. Du hättest den Ball am Anfang schwarz haben müssen und am Ende der Folge weiß. Wie soll er das machen jetzt hier? Ja, das ist... Ja, ich... Man muss da oben irgendwie abprallen und... Das ist doch der totale Scheiß. Also wenn ich jetzt da unten liegen würde, würde ich mich ja maßlos aufregen. Ja. Oh! Aber okay. Ja, oben. Tja. Das war leider der letzte Schlag. Ah, das ist natürlich... Oh, ekelhaft. Oh, die Musik. So schön. So schön. Domi war aber nichts, wa? Nee. Ach, aje. Ich sehe da schon wieder so Linien, als wenn hier getrollt wird. Schauen wir mal. Nein! Aber ich möchte sie lieber nicht berühren. Sie könnte zu meinem eigenen Nachteil werden. Ah, habe ich so das Gefühl. So, jetzt aber. Jetzt liege ich genau gerade. Was ist denn jetzt passiert? Oh, das Ziel ist verschwunden. Das ist auf der anderen Seite. Also ich sehe es immer noch. Ach, ehrlich? Ja. Na, jetzt ist es bei mir wieder dort, wo es ursprünglich war. Komisch. So ein bisschen getrollt wird hier schon, muss ich mal sagen. You don't say. Ja. Die Hügel im Mikroschlag, ich werde wahnsinnig. Ja, achso, jetzt verstehe ich es. Ja, es wechselt immer. Hm? 180 Grad wechselt es, ne? Ach man, das habe ich selber weggeschossen. Alter, wie schwer kann das sein? Und jetzt treffe ich es wieder. Ja. Super. Jetzt kann auch dein Nana wieder schlagen. Ja, super spaßige Map. Geil. Ob du doof bist. Wird immer besser. Und jetzt ist es wieder weg. Ah, scheiße. Mach mal weg, das Ding. Hier will ich nicht liegen. Ran out of strokes. Ach komm, jetzt muss ich hier auch noch... Ja, dann kann ich ja mit mir selber jetzt kämpfen. Hab auch nur noch zwei Schläge. Oh, endlich. Ah, das war schon fies. Das war jetzt echt. Oh. Trotzdem ist die Musik sehr schön. Ah, bleib liegen. Bleib Was sind denn das da? Ich wollte schon sagen, zwei Billardkös, die da kommen, aber das sind natürlich Essstäbchen. Oh, toll, danke dafür. Naja, so viel Trickshots, ne? Macht man doch auch immer die Kös so. Drapiert man die doch so. Boah. Da soll man jetzt hoch? Ach du Scheiße. Ich lieg perfekt, aber es sieht nicht so aus, als wenn ich das schaffen könnte. Doch. Oh, okay. Nein! So gut da durchgekommen, dann war's so toll. Nein! Oh, Scheiße. Okay, alles gut. Alles gut. Bin schon mal am Ziel. Oh. Oh. Ja, man muss eigentlich echt erstmal perfekt in der Mitte liegen. Wenn man so irgendwie schräg das anspielt, kann es nicht klappen. Ja. Ah, Mist. Oh, Domi. Das ist... Ach, das zieht einen hoch. Na, das muss man natürlich auch wissen. Ja, gut, aber ich habe nur noch einen Schlag. Oh, oh. Was? Ja, ich bin nicht über die Dächer gekommen. Nein, ich war doch erst bei 8. Hä? Echt? Hab ich leider nicht beobachtet. Ich bin aus den Schlägen raus. Oder? Müssen ja echt mal in die Aufnahme nochmal reingucken, aber ich glaube, ich war erst bei 8. Ja, kannst du später reingucken. Ich hab's jetzt leider... Hast leider keinen Zeugen gerade.
beziehungsweise keiner kann dir gerade helfen, weil... Die Zeugen Jehovas oder was? Aufgepasst. Ja, so zum Beispiel. Aber die bezeugen ja bloß Jehova. Wie zeugt man, wie zeugt man eigentlich Jehova? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das heißt die Zeuger Jehovas. Oh, wir dürfen nicht sagen, sonst stehen die morgen alle vor unserer Tür. Ups. Juckt mich nicht. Die riechen das. Ganz ehrlich, wisst ihr, was ich da mache? Ich bitte sie rein, bitte den Glas Wein an und dann mache ich ein bisschen Rockmusik ab. Und dann wollen sie ganz schnell wieder gehen. Also ich hatte noch nie Kontakt mit denen. Oh, deswegen. Ich schon. Ich schon. Ja? Ich schon, ja. Ich habe den 20 Minuten ihrer Zeit gestohlen, weil ich gesagt habe, sie sollen reden und dann habe ich einfach die Tür zugemacht. Hä? Ja? Sehr, sehr interessant. Macht man denn hier am besten? Oh, was? Das dreht sich auch noch da oben? Das hat doch wieder jemand aktiviert. Das hat sich doch vorher nicht gedreht, oder? Doch. Ja? Auch dumme Ausgangslage gehabt hier. Oh. Na, wie lange soll das jetzt wieder dauern? Geht hier gerade einer ab, oder warum das... Oh, also das da oben ist ja wohl noch schwerer zu treffen, oder? Nein. Ja, drin. Oh. Ja, das ist halt so nicht kontrollierbar. Das liebe ich ja immer besonders im Golfit. Ja, das Loch ist meins in der Mitte. Ja, ich glaube, dass also es in der Mitte einfacher zu treffen ist. Mhm. Das, was hier oben schwebt? Ja. Nee, unten im Dingens ist auch noch ein Loch in der Schale. Wie soll ich denn da reinkommen? Ja, aber ich glaube, dass das in der Mitte das schwebt, das ist einfacher. Ach, Quatsch. Also. Da konzentriere ich mich dann jetzt drauf und verballe auch alles, sag ich dir. Oh, Mimimi. Hat ja geklappt, oder? Hey, du warst doch drin. Nee, war ich nicht. Ich hab sogar das Geräusch gehört. Jetzt müsste ich drin sein. Hallo? Ja, ich hab das Geräusch gerade nicht gehört, aber ich lag genau drin. aus welchem Grund geht ihr nicht direkt auf den Steg? Oh, naja, der Winkel, oder? Der Steg, das sieht aber so aus, als wenn der auch wieder einen antreibt. Ja, sehr gut. Ja. Ups. Naja, aber... Och, es kann doch nicht wahr sein. Ey, also... Ist aber auch nur Pech hier heute. Schön nervig. Nerviger, als es sein müsste, meiner Meinung nach. Die Kollision. Ja, ich bin noch niemanden angerannt. Ja, haben wir. Sind auch nicht so viele heute hier, aber ja, ich hatte sie an. Ja, ach, leider ist der Taylor ja nicht da. Hier muss man auch noch mal. Ja, dann hätten wir es schon längst gemerkt. Das ist der Rambo. Aber eine schöne Form hier, diese Ellipse. Nee, eher so Parabel, sag ich mal. Nee, würde ich eher sagen, Ellipse. Haben ja ähnliche Formen. Oh, hier bin ich auch nochmal an so einem Hügelchen vorbei, okay. Glückwunsch, Christenkeks. Aber wie viel Loch sind wir eigentlich? Steht das hier irgendwo? Scoreboard kannst du dir mit Tab einblenden, aber bitte nicht verraten. Oh, dankeschön. Habe ich dich zurückgestoßen, oder? Nee, vorwärts. Ach, du warst es. Okay. Ja. Also ich sage immer so viel, wir sind bei Loch 14. Es war gar kein sarkastisches Danke. Ah, toll. Ich habe ja nicht gesagt, welche Punkte wir werden. Ja, nee. Ich meinte noch zu Domi eben, als ich Danke sagte und er dachte, ich hätte es irgendwie sarkastisch gemeint oder so. Was? Ach so. okay. Oh, da vorne ist neblig. Bitte, geh rein. Ja. Sag mal, habt ihr eigentlich viel von der E3 mitbekommen? Nö. Es gab nur ein, zwei Sachen und das war's dann auch. Bin da nicht so hinterher. Alles, was dann mich irgendwann mal interessiert, wird schon noch irgendwie in den News erscheinen und alles. Ich bin auch so altmodisch. Ich sehe, was es Neues gibt, wenn ich dann im Saturn stehe. Da kriegst du alles also, mit. Oh, hier fährt ja ein Schiffchen vorbei. Okay. Es wurden ja zwei Sachen, beziehungsweise es sind ja zwei Sachen passiert in... Liegt da was im Weg? In der Microsoft PK. Ja, war klar. Stück wo man sich, liegt hier im Weg. Nee. Wo man sich selbst nur denken können, WTF?
Ja, Keanu Reeves, der hat mich überrascht. Richtig, richtig. Oh, das war cool, ja, tatsächlich. Da dachte ich auch nur so, scheiße. Ich meine, Keanu Reeves ist ja tatsächlich so einer meiner Top-Schauspieler. Den haben sie auch richtig gut digitalisiert, ne? Das ist ja, das ist ja alles. Ich glaube, das machen die schon gar nicht mehr per Hand, oder? Alles nee, nur noch wahrscheinlich. Nee. Das für diese Gesichtsmaske da. Ich glaube, die haben sonst mehr Arbeit, wenn sie den Schauspieler für die Rolle in einem Spiel einlesen, aber er nicht so aussehen soll, wie er aussieht. Dann ist es umständlicher. Ja. Mhm, das glaube ich nämlich auch. Ah, der war schon cool. Ja, und dass das neue Breath of the Wild angekündigt wurde. Juckt mich jetzt nicht so großartig, weil ich noch Dingens nicht gespielt habe. Den ersten Teil. Was? Das erste Legend of Zelda? Ich habe keine Switch. Und noch keine Wii. Das war auch eher so auf dieses. Ach, was? Das erste Zelda überhaupt? Hä, wie schnell man bei diesen Rampen aber auch zu doll schlagen kann. Oh, was? Ich bin wieder am Anfang gewesen. Glückwunsch. Das ist nicht gut, es. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Domi. Bleib da liegen, bleib Meine da Leute, liegen. Komm hinterher. Wir kommen alle hinterher. Haut ab. Glücklich hängen geblieben gerade. Oh, da, danke. Dann bist du wieder oben. Ist das überhaupt richtig hier? Ja, jetzt geht's hier in eine Röhre rein, okay. Oh, ich bin... Oh, nice. Rein. Oh, ah, aha. Oh, schön. Nice. Ich hoffe, dass wir... Oh, mit einer Laterne. Ah, ich sehe euch vor mir rumruckeln. Ich laufe mit meiner Laterne. Du brauchst gar nicht reden, du ruckelst hinter uns her. Laterne mit ja, mir. Stimmt schon. Ich bin eigentlich der hinterher juckelt. Aber schön. Und? Oh, ich habe viel zu viele Schläge verballert. Ja, ein paar haben wir ja noch. Okay. Einen werde ich jetzt zum Positionieren benutzen und dann muss der Rest sitzen. Oh, war ja. Naja, gut, viel ist es aber nicht mehr. Oh! Über die Kante. Ja gut, aber trotzdem 11. war nicht mehr viel Luft. Und es wurde auch ein neues Tales of von Bandai angekündigt. Ja gut, da habe ich tatsächlich noch nie eins gespielt. Ich schon. 2 im Endeffekt. Ne, 4. Ah, nein. Ach Mann. Okay, dann eben anders. Höre ich da ein Mimimi? So ein bisschen. Hier gibt's kein Mimimi, hier gibt's ein Mö. Ein männliches. Und. Oh, trauen wir uns mal doll. Oh! Ist wieder nicht gut gewesen. Oh. Ach komm! Da kommt wieder der Gong. Aber nicht als Gong, sondern als Ziel in der Mitte. Doch, mit Gong. Ja, aber man muss schon die Mitte treffen. Ja. Also, bei der Vanilla Asia Map, da reichte es doch, wenn man nur den Gong schlägt. Ja. Ja, und hier eben nicht. Ding Dong! Ich mal versuchen. Ja, genau, das war gerade der Weckruf hier. Okay. Wow. Ich treffe den Balken oben, ne? Mhm. Tja. Ja. Der sah gut aus, ne? Boah, so relativ. Was ist denn das für ein Viech? Sieht aus wie ein Panda. Ja, es ist ein Panda. Ein Kung-Fu-Panda? Würde passen. Nein, es ist ein WoW-Panda. Was? Sind hier Unebenheiten? Oder warum fliege ich manchmal so komisch? Ganz am Anfang sind Unebenheiten, ja. Muss ja, man mit der Kamera ran. Ja, jetzt liege ich ja absolut scheiße hier. Ja, ich merk's auch gerade. Ja, ihr könnt ruhig noch Schläge sammeln, also. Ach, mach du mir dir mal keine Sorgen. Ich sehe dich schon wieder ganz vorne. Aber ganz vorne. Das Nein, ja ich sag wieder... jetzt nichts. Wer hat denn diese Map eigentlich ausgesucht? Wer war das denn? Hä? Ach so. Ach, je. Aha. Es spindet heiße Süppchen. Unser Kölsche Jung hier. Nein. Oh, schon wieder 9. Hilfe. Nee, das fühlt sich alles nicht gut an. So. Aber egal.
Das sagen sie immer. Und dann beschweren sie sich. Achso. Ja, wenn noch nicht mal die einfachen Schläge klappen, weißt du, ich da rauskomme und wieder mal... Gleich in die Nähe, seitlich rausfliege? Ja, genau. Wir sind ein Lachs. Wir schwimmen bergauf. Ah, okay, ich jetzt auch. Das ist aber mühsam. Also ich meinte, das wir schon in Mehrzahl, nicht in Einzahl. Ja, ich komme langsam, ich komme. Das muss aber auch für die Bären so ein richtiges Schlaraffenland sein, ne? Wenn sie da nur zugreifen müssen bei den Lachsen. Glaub mir, das ist so eine scheiß schwere Arbeit. Warst du schon mal Bär? Ja, in meinem letzten Leben, weißt du? Die schwere Arbeit hat der Lachs, glaube ich. Da tun mir die Lachse echt sehr leid. Die rackern sich da ab und oben wartet der Bär. Oh, glaub mal, Fische sind echt kräftig für ihre Größe. Mhm. Na ja. Wenn du selbst so einen Karpfen in der Hand hältst, ne, der hat... Er ist ja schon recht schwer, ne, aber dafür auch verdammt kräftig. Also ich weiß noch, meinen ersten selbstgefangenen Karpfen, da war ich 11. Und der hatte 4,5 Pfund. Und für einen 11-Jährigen ist das schon echt heftig. Ich habe 25 Minuten gebraucht, den aus dem Wasser zu ziehen. Oh. Hast aber Ausdauer gehabt. Ja, also... Ja, hätte ich losgelassen, wäre die Angel weg gewesen. Jo, läuft. Das motiviert natürlich. Du glaub mal, also die sind... Ey, schon wieder 9 Schläge. Das kostet ja alles so ewig viel Schläge. Ja, gut, aber ich bin auch mit... Ist doch gar nicht. 10 oder 11 Reihen, also... Ich habe echt beschissen gespielt. Naja, ich könnte jetzt was sagen. Und? Die Zahlen zeigen es auch. Oh, okay. Na, das ging ja noch gut aus. Ich habe den Heiligenschein bekommen. Ich hab einen Ball gekriegt. Ein als Ball? Achso, ein Beil. Achso, ich wollte schon sagen. Schon ja, wieder der irgendeine Fahne. Mehr Arbeit? Was? Domination left the server? Wie kann sowas sein? Steht da unten. Hä? Ihr seid doch noch da. Ich sehe doch noch das Scoreboard. Komisch. Ja? Ja. Also ich weiß nicht. Ein paar schmerzhafte waren dabei. Also ich habe da jetzt einen 12er, einen 11er, noch einen 11er. Aber ich möchte gerne mal wieder irgendwas Gescheites für den Ball bekommen und nicht nur wieder irgendwelche dummen Fahnen. Ja, die Fahnen sind echt das Blödeste. Also da stehe ich auch am wenigsten drauf, muss ich sagen. Also ich meine, was will ich denn jetzt zum dritten Mal mit der griechischen Fahne? Kannst du ja verkaufen. Wow, für 1 Cent? Nee, also Ingame verkaufen. Achso, das zu Münzen machen oder was? Ja, richtig, aber das dauert so ewig. Das sind dann 2 Münzen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht. Oh, wir laufen ja auf die halbe Stunde auf heute. Guck mal einer an. Richtig. Ich würde jetzt hier mal zum Ende kommen. Okay. Wir können uns gerne noch gleich weiter über Fahnen unterhalten. dem Zuschauer sage ich, seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Golfit. Also bis dahin, tschüss. 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 Ha 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 ha!